Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Starfield. Wir hatten in der letzten Folge eine Flugstunde hier mit unserem Geschoss, ne, mit unserem Raumschiff. Und jetzt sind wir hier auf dem Planeten gelandet. Wir quatschen mal mit Vasco erstmal. Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Warum ist dieser Captain der Crimson Fleet ausgerechnet hinter Barrett her? Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Normalerweise, weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Wer seid ihr, du und Barrett? Was ist die Konstellation? Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder, wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten sie sich der Constellation anschließen, wären sie das 10. aktive Mitglied. Warum vertraut mir Barrett sein Schiff an? Barrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem Kosmos waren. Sie kennen sich also praktisch schon ewig. Aber letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt 2. Wenn sie nicht in die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er ihnen, um ihre Unterstützung zu gewinnen. Lass uns Ausrüstung tauschen. Benötigen Sie nicht, oder? Hilfe mit Ihren Gegenständen? Okay, also wir tauschen erstmal nichts. So, und jetzt habe ich hier irgendwo einen Punkt, ne? Was ist das? Ist das friedlich oder? Ich bin zwar für Kampf programmiert, er ist aber kein. Habe ich einen Scanner oder sowas? Sowas wie einen Scanner habe ich nicht, ne? Habe ich den Laser noch irgendwo? Den Cutter, ne? Ich werde mal gucken. Ob wir irgendwie. Hier tut sich aber nichts. Nö, hier kann ich gar nichts abbauen. Ja, da scheint irgendeine Base zu sein oder sowas. Vorsichtig, Captain. Okay. Unberechenbar. F. Du kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten des Planeten.
Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Über den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchterung. Wo sind denn jetzt die Viecher, die hier waren? Ja, ich habe jetzt auch die Grafikeinstellung nochmal auf niedrig gestellt, ne? Aber es kann durchaus möglich sein. Kann ich das jetzt. Wie kann ich denn das jetzt scannen hier? Mit das Schiff brauche ich wahrscheinlich nicht scannen, ne? Kann ich hier irgendwas scannen? Hier wahrscheinlich, ne? Das ist Eisen. Ah, okay. Silber hinzugefügt. Und Eisen hinzugefügt. Sehr schön. Ich hoffe, dass das mit dem Ruckeln irgendwie, dass ich das irgendwie hinbekomme. Gewalt imminent. Es wäre klug, die Überreste des Feindes nach Erdvollen zu durchsuchen. Zu sein, ne? Ah, doch. Okay. Rechts unten sehe ich ja die Ressourcen, die der für uns eventuell hat. Oder die er für uns hat. Der scheint jetzt nichts mehr für uns zu haben, ne? Der scheint leer zu sein. Gut, dann. Da haben wir wieder irgendwas. Das ist Eisen auch wieder. Ah, das, was wir noch nicht gescannt haben, ist wahrscheinlich blau. Und das, was wir schon gescannt haben, ist grün, ne? Oh, ich hoffe, das gibt sich mit dem Ruckeln. Ansonsten macht das auf Dauer keinen Spaß, ne? Obwohl die Grafikeinstellungen jetzt schon auf niedrig sind. Aber im Moment geht's ja. Ich hoffe mal. Dass es auch so bleibt, ne? Eisen. Da ist irgendwas, was wir noch nicht haben. Das ist Blei. Okay. Wundervoll. Mal schauen, wie es bei der nächsten Zone ist. Bei der nächsten Zone, die dann lädt.
Aber das mit dem Scanner ist schon cool, ne? Den kann ich jetzt auch ausschalten. Aber ich lasse ihn mal an, ne? Wir wollen ja so viel wie möglich scannen. Was haben wir hier? Okay, das Kret-Forschungslabor, aber das ist eine Staubwurzel. So, jetzt ist der Scanner weg. Aber hier kann ich scheinbar nichts rausholen, oder? Kann ich das hier abflicken eventuell? Mal alles mit, was geht. Weil wir werden es ja, wenn wir es noch nicht brauchen, werden wir es ja vielleicht auch, also vielleicht auch verkaufen können, ne? Geld brauchen wir ja auch. Wir müssen ja unser Darlehen bezahlen für unser Traumhaus. Ressourcen haben wir 4 von 8. Ja, Flora und Fauna? Warum? Kann ich das hier gar nicht? Warum kann ich denn das hier nicht scannen? Was mache ich falsch? Warte mal. Scannen. Ach, mit E. Ressourcenfasern.
verstehe ich es nicht, ne? Warum habe ich denn jetzt hier bloß 25% gescannt? Muss ich das verstehen? Noch so ein Teil, mal gucken, ob sich damit irgendwas tut. Ja, so richtig verstehe ich das irgendwie noch nicht. Ganz schön hoch, ne? Gut, mal gucken, wenn wir die nächste jetzt scannen, dann müsste es ja wieder noch mehr werden und dann bin ich mal gespannt. Deswegen will ich das jetzt mal probieren hier. Gut, aber wir wissen wenigstens schon mal ungefähr, wie es geht. Ich bin erstmal froh, dass das mit dem Ruckeln jetzt erstmal geht, ne? Ich habe schon gedacht, ich muss das Let's Play dann doch erstmal sein lassen. Wenn das gar nicht geht, dann bringt das ja null Punkte, ne? Aber ja, wir warten mal ab, wie es im nächsten Kampf und so weiter ist. Gut, jetzt haben wir da 5 von 8. Ah, hier ist Wasser drin, hä? Alter, der springt hoch, ne? Nee, gut, hier passiert erstmal gar nichts. Was war das?
hinten ist so eine Wurzel. Da gehen wir erstmal wieder hin. Eine Faser bekommen wir da immer raus, ne? Doppelhelix. Ah, okay, das kommt immer mehr jetzt dazu, ne? Also was das beinhaltet hier? Die Wurzel. Dann Ressourcen, whatever. Okay, was sind das für Viecher? Da haben wir wieder sonst, was ich vorhin schon scannen wollte. Nährstoffe. Gut, jetzt haben wir 88. Ist schon mal gut. Gucken, was das dort ist. Verteidigen sich, ne? Gut, ein paar Ressourcen können wir ja auf dem Rückweg noch mitnehmen. Oh. Ja gut, dass sie nicht stark sind, ne? Okay, aber lassen wir die jetzt mal in Ruhe. Gucken lieber noch nach ein paar Pflanzen. Finden wir hier oben noch welche? Guck mal hier, die haben wir bestimmt auch noch nicht gescannt, ne? Oder? Warte mal, der Scanner ist aus. Okay, jetzt haben wir 100%. Nice. Nice, nice. Hier oben abgeschlossen. Und hier ist auch was Neues. Ressource, was ist das? Alkane. Kann ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt abbauen? Das, was da blinkt jetzt. Schutzregeneration. Hm.
scheint doch auch wieder was anderes zu sein dort. Ja, keine Ahnung. Giftgas. Ja, also ich finde, das ist doch schon alles ganz schön groß, ne? Das haut eigentlich nicht so richtig hin, was ich da in der Bewertung gesehen hatte. Also... naja. Man darf nicht immer alles glauben, ne? Wir hier schon? Wahrscheinlich. Die haben wir wahrscheinlich schon gelootet, ne? Vielleicht sollten wir wirklich erstmal ins Forschungslabor gehen jetzt. Haben wir wahrscheinlich schon geerntet, ne? Nee. Ah, wenn ich... das ist wahrscheinlich, wenn ich den Scanner in der Hand habe. Kann wahrscheinlich nur eins entweder scannen oder... wenn sie schon fertig gescannt sind, dann eben... dann muss ich den Scanner eben weglassen, ne? Wahrscheinlich. Wie ist denn das jetzt hier? Ja, scheint wirklich so, ne? Wenn ich den wegmache. Okay. Gut. Wieder eine Sache mehr. Exoskelett beschädigt. Warum wir noch keine Fauna haben, ne? Fauna sind doch tierische Lebewesen, oder? Liege ich da falsch? Flora sind Pflanzen und Fauna sind die tierischen. Okay. Diesmal ging es trotzdem.
Warum? Sind das andere Teile? Ja, die sind ja grün, ne? Haben wir 100% gescannt. 100%. Ja, gut. I don't know. Wenn ich den Scanner jetzt hier weglasse. Ah, Wasser hinzugefügt. Okay. Tja, aber warum? Das ist doch hier ein tierisches Lebewesen, oder nicht? Ah, da müssen... Ach so, alles klar. Müssen wir auch noch mehr finden davon. Ah, jetzt habe ich es gesehen, ne? Gut, hier sollte man vielleicht nicht so nah vorbeigehen, das ist vielleicht nicht so gesund. Welche rumkrabbeln. Wäre natürlich nicht schlecht. Ja, aber hier gibt es jede Menge Ressourcen, ne? Ah, 100%. Ich bin weg. Und da sind noch andere. Alter, was denn jetzt? Was ist denn mit dem jetzt? Kann ich den irgendwie... Kann ich dem irgendwie helfen? Ah, das steht da wieder, okay. Argon. Gut, da müssen wir auch den Scanner weglassen. Lang.
Ja, die Toten kann ich wahrscheinlich gar nicht scannen, ha? Was für ein Wegpunkt? Ist wahrscheinlich der Landeplatz, ne? Nee. Tja, jetzt hatte ich wieder einen kleinen Hänger gehabt. Wir gehen mal lieber in die Richtung dort. Wird das jetzt Nacht? Oder könnte möglich sein, ne? Was haben wir da? Kann ich denn das nicht scannen? Gute Frage. Wird sich schon ergeben, würde ich mal denken, ne? Ressource fehlt ja auch noch. Oh ja, das wird wirklich dunkel, hä? Ob das gesund ist? Gut, die sind fertig erforscht. Den brauchen wir uns jetzt nicht anlegen. Oh ja. Die Nacht zieht ein. Auch auf Kret wird es dunkel in der Nacht. Wollen wir mal sehen, dass wir jetzt da reinkommen, ne? Ja, jetzt hat wieder irgendwas geladen, ne? Aber so von der Grafik her und so, das sieht schon echt nice aus, ne? So, wo komme ich denn hier rein? Komme ich hier irgendwie rein? Stimmt, ne? Irgendwie wird schon eine Tür sein. Da ist er ja. Wenn man vom Teufel spricht und so, da geht's auch noch hoch. Gucken, ob da noch irgendwas liegt für uns eventuell. Ja. Ressourcen. Vermutlich zum
Craften von irgendwas. Beziehungsweise bauen von irgendwas. Hier, guck mal, ein Feuerlöscher. Wie cool. Das Papier können wir nicht nehmen, ne? Okay. Dann gehen wir mal rein. Hier liegt ein Haufen Zeug rum. Baumstoffbecher, ne? Ich werde mal meine Taschen aber anmachen. Maßband! Steckdosenleiste? War das eine Steckdosenleiste? Könnte ja möglich sein, ne? Wir werden sicherlich mit Strom auch arbeiten müssen. Oder können. Ob müssen ist die andere Frage, aber... Ja, ich denke schon zumindest das, was das Raumschiff betrifft, ne? Da wird es auch schon um Elektrizität gehen und so weiter. Hier irgendwie rein? Oder wie ist das? Kümmere dich um den Captain der Crimson Fleet. Ja, was muss ich denn hier tun? Der Scanner hat gestört. Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine Geheimnis. Schlechte Leute, Witze 02. Warum ging das Huhn über die Straße? Was ist ein Huhn? Hä? Okay. Klopf, klopf, wer ist da? Planet, Planet, wer? Planet ihr eine Party? Eure Hoheit? Sagt ein Ekliptik-Söldner zu einer Frau, ich wurde angeheuert, um dich zu töten und ich erledige immer meine Jobs. Sagt die Frau, können wir nicht darüber reden, mein Sohn? Lol. Wie spannt man einen Idioten auf die Folter? Gut, muss ich nicht verstehen, ne? Kann man vielleicht gar nicht. Wie kriegt man einen Freestar Collective Finterwäldler vom Baum? Man winkt. Okay, gut zu wissen, ne? Schlechte Leute, schlechte Witze. Band 2 von Louis Lupper ist der Nachfolger des Originals und ebenfalls zum Kulthit avanciert. Na, wunderbar. Familienbrettspiel. Noch ein Spiel. Ja, mal gucken, was wir so alles damit anstellen können. Vielleicht können wir damit unser Crew auch mal spielen oder so. Das kann man nicht mitnehmen, scheinbar. Papiertücher. Goldene Pyramidenskulptur, was du hier alles findest, ne? Das Schwerkraftparadigma. In Wirklichkeit könnte das, was unsere Wissenschaftler damals nicht wussten, Bände füllen. Der Fokus lag natürlich auf Wurmlöchern. Und zwar nicht nur hinsichtlich des Erzeugens, sondern auch der Beibehaltung einer stabilen Einstein-Rosenbrücke. Das war das Ziel, der Endpunkt. Niemand hatte auch nur in Erwägung gezogen, dass es vielleicht erst der Anfang wäre.
Wenn wir die heutige Graph-Antriebstechnologie betrachten und sehen, mit welcher Leichtigkeit wir den Raum falten und in Sekunden Lichtjahre zurücklegen, kann man schnell vergessen, wie unmöglich das von uns Erreichte eigentlich war. Dr. Josephine Inatus bahnbrechendes Werk geht über 535 Seiten weiter und wurde zum meist beachteten Text über Graphantriebe und Graphsprünge aller Zeiten. Gut, hinsetzen müssen wir uns jetzt nicht. Bioblocker und Dichtmittel. Omega, die letzten Tage der Erde. Es folgen die ersten Zeilen aus Camille Flammarions im Jahre 1894 veröffentlichten Werk Omega. Die letzten Tage der Erde im 25. Jahrhundert kollidiert ein Komet mit der Erde. Die Menschen müssen sich mit dem Ende der Welt abfinden und damit, was das eigentlich bedeutet. Omega, die letzten Tage der Erde, Kapitel 1. Der prachtvolle, von den Statuen berühmter Wissenschaftler und Philosophen gesäumte Marmorbrücke, die Rue de Rennes mit der Rue du Louvre verbindet und der monumentalen Allee zum neuen Säulengang des Instituts besondere Geltung verleiht, war vor lauter Menschen völlig schwarz. Die Masse wogte wie eine Flut des Kais entlang, schwappte auf alle Straßen hinaus und drängte sich in Richtung des Säulengangs, der schon lange zuvor von einem tumultartigen Gedränge heimgesucht wurde. Nicht einmal im barbarischen Zeitalter vor der Gründung der Vereinigten Staaten von Europa als Macht stärker als das Recht war, als militärischer Despotismus der Welt beherrschte und die törichte Menschheit im unerbittlichen Griff des Krieges zitterte. Niemals zuvor in der stürmischen Zeit großer Revolutionen oder in den fiebrigen Phasen, die üblicherweise eine Kriegserklärung begleiteten, hatten die Zufahrtswege zum Parlament oder dem Place de la Concorde ein solches Spektakel erlebt. Dies war nicht mehr nur eine Bande von Fanatikern, die sich um eine Flagge scharten und in irgendeinen Kampf der Schwerter marschierten, gefolgt von einer Schar von Neugierigen und Müßiggängern, die gespannt warteten, was passieren würde. Dieses Mal handelte es sich um die gesamte Bevölkerung, die ängstlich aufgewühlt und in Panik war und unterschiedslos aus jeder Gesellschaftsschicht stammte. Sie hing an der Entscheidung eines Orakels und wartete fieberhaft auf das Ergebnis der Berechnungen, die ein berühmter Astronom am heutigen Montag um 15 Uhr in der Sitzung der Akademie der Wissenschaften verkünden würde. Das Institut hatte die ständigen Spannungen in Politik und Gesellschaft überlebt und seine Vormachtstellung in Wissenschaft, Literatur und Kunst in Europa behalten. Das Zentrum der Zivilisation hatte sich jedoch nach Westen verschoben und der Schwerpunkt des Fortschritts lag nun am Ufer des Lake Michigan in Nordamerika. So, ist hier noch irgendwas? Würfel. Hammer und Papiertücher. Stimmt. Was haben wir hier noch? Noch was zu lesen. Nee, leere Chance. Verpackung. Okay. Notizbuch. Gucken, ob wir da irgendwas reinschreiben können oder ob da auch was drin steht. Naja, lassen wir ihn offen. Dann wissen wir wenigstens, dass wir da drinnen waren. Polytextil. Notizblock, Fläschchen, Stift, Kaffeetasse. So viele Sachen, ne?
Molekülextraktor. Hört sich brauchbar an, ne? Für irgendwas. Wahrscheinlich zum Moleküle extrahieren. Oh, was haben wir denn hier? Kettenbrechen. Ein Auszug aus Lubov Songs Roman Kettenbrechen über eine alternative Realität, in der Mars-Rover zu Bewusstsein und Autonomie gelangten, sich vervielfältigten und den Mars kolonialisierten, bevor die Menschen es konnten. Okay, Larissa lächelte einfach nur, die Maschine blinkt weiter und gab leise Töne von sich. Während ihre Servos unschlüssig wirbelten. Doch Maschinenkommunikation war Larissas Stärke. Sie betätigte die Knöpfe an ihrer universellen Com-Einheit und die LEDs blinkten rasch als Antwort auf ihre Eingabe. Keine Sorge, signalisierte sie durch das Gerät. Ich tue dir nichts, aber wenn wir aus dieser Höhle raus wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Larissa hätte nicht erwartet, dass ihr Tag so verlaufen würde. Gefangen in einer alten Mine unter der Marsoberfläche mit einem verängstigten und womöglich gefährlichen Wartungsroboter. Durch ihre Spionageausbildung war sie jedoch auf ähnliche Situationen vorbereitet. Die Maschine klickte und piepte als Antwort. Ich vertraue dir. Es war keine direkte Übersetzung. So präzise die Binärsprüche der Maschinen war, gab es doch viel Platz für Fehlinterpretationen. Die Bedeutung traf es jedoch gut genug. Der Roboter wirkte friedlich, seine leuchtende Blende erweiterte sich, um mehr Licht einzulassen und alle Informationen über sie aufzunehmen, die er erlangen konnte. Dann fuhr er eine seiner vielen Klammern in ihre Richtung aus. Sie griff zu und mit einem sanften Ruck zog sie den kleinen Roboter aus dem Schutt hervor. Na bitte, so ist es schon viel besser, oder? Sie gab die Frage an ihre Com-Einheit ein. Wenn du mich jetzt aus diesem Tunnel führen könntest, kann ich von meinem Schiff aus Verstärkung für den Kampf deiner Maschinenkameraden gegen ihre Unterdrücker anfordern. Der Roboter schien verstehend zu nicken. Er begann, den Felsentunnel hinunterzufahren. Ab und zu hielt er an, damit Larissa aufholen konnte. Sehr gut. Interessant. Können wir nicht aufheben hier. Notizblock. Da ist noch ein Messzylinder. Hier ist noch einer. Uns hinsetzen, aber das müssen wir jetzt nicht. Wir wollen ja gut, wir müssen wahrscheinlich hoch. Können wir hier? Warte mal, hier ist auch noch was, ne? Toxin. Guck mal, hier können wir noch im Kühlschrank gucken. Und hier ist nichts, ey. Ich würde sagen, wir gehen mal hoch jetzt. Ansonsten werden wir hier nie fertig. Oh! Mein Leben, Chunk um Chunk, mein Leben, Chunk um Chunk in Klammern. Ich war noch sehr jung, erst 7 Jahre alt, als mir bewusst wurde, dass Menschen Tiere sind. Kluge Tiere, klar, aber trotzdem Tiere. Wenn man uns Essen gibt, essen wir. Wir wollen, dass es gut schmeckt und wir wollen, dass es uns satt macht. Diese beiden Dinge sind am wichtigsten. Manche Leute wollen natürlich noch, dass ihr Essen total gesund ist. Wie es die Experten nennen. Und andere wollen, dass es schön aussieht. Aber die meisten wollen sich einfach nur was reinstopfen. Da erblickte das Konzept der Chunks das Licht der Welt. So beginnt die 120-seitige Autobiografie von Fred Blombard, dem Gründer des Nahrungsmittel-Franchise Chunks. Überhaupt unser Inventar aus.
Naja, ist fast voll, ne? 122 von 133 oder so. Ja, komm, wir gehen jetzt erstmal hoch hier. Schreibtisch, Papierablage. Na gut, die Dietriche werden wir mal mitnehmen, ne? Und notfalls können wir ja hier unserem Kumpel Vasco auch was geben. Ratsche. Hier. Leitfaden für Chunks Personal. Kurz nachdem er seinen Durchbruch mit Chunks erzielt hatte, verfasste der Gründer Fred Blombard persönlich ein dreiseitiges Handbuch für Mitarbeiter. Es folgt ein Auszug von Seite 2. Es ist genau wie bei diesem Spruch. Der Kunde hat immer recht. Wenn wir hier bei Chunks eines wissen, dann, dass der Kunde niemals recht hat. In diesem Fall ist es nachgewiesenermaßen unmöglich, dass der Kunde recht hat. Er besitzt nämlich gar kein Wissen über unsere hochmodernen Kocheinrichtungen. Und falls er die geheimen Rezepte unserer gesamten köstlichen Chunks-Varianten kennen würde, wären wir alle arbeitslos, ich eingeschlossen. In die Hose gemacht. Richtig. Gut, Leute, ich würde mal sagen, die Folge ist mir jetzt schon lang genug geworden. Ich werde vielleicht noch den ein oder anderen Laufweg rausschneiden. Aber ich glaube, wir machen hier an dieser Stelle Feierabend. Ich speichere hier ab. Und wir machen von hier aus in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Es ging heute auch mit dem Stocken ab und zu mal ganz bisschen, ne? Aber naja, gut. Ich hoffe, dass das nicht wieder schlimmer wird, aber das wird sich zeigen. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen, wie gesagt. Und wenn das so ist, dann zeigt es mir auf jeden Fall gerne mit einem Like, ne? Zeigt es mir auf jeden Fall gerne mit einem Like. Kommentiert natürlich auch sehr, sehr gerne mit Feedback zu allem Möglichen, was euch so einfällt. Vor allen Dingen auch, wie die Performance vom Spiel bei euch so ist. Ob das eventuell sogar vielleicht normal ist oder ob das wirklich daran liegt, dass meine Grafikkarte da schon ein bisschen zu schwach dafür ist eventuell. Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Dann kannst du nichts Neues mehr verpassen, ne? Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jede Neuigkeit, die hier passiert, benachrichtigt. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.